Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren kleinen Kurzangespielt von holase-linuxgaming.de. Ich bin Meldrian und zeige euch heute OpenRCT 2, um es mal in schönstem Deutsch auszudrücken. OpenRCT 2, also ein offener Klon von Rollercoaster Tycoon 2. Und die ersten fragen sich, warum um Gottes Willen sind da zwei Fenster auf? Tja, das ist für den direkten Vergleich. Auf der linken Seite sieht man für den einen oder anderen sicherlich schon ersichtlich die Wine-Variante von Rollercoaster Tycoon 2, also das quasi in Anführungszeichen das Original. Und rechts noch im kleineren Fenster sieht man OpenRCT 2 in der Variante, ja, für den Linux-Desktop. Nativ mittlerweile, in Version 0.0.4. Ja. Das Ganze für seine niedrige Versionsnummer aber schon relativ stabil, außer man spielt im Mehrspieler-Modus, aber dazu kommen wir vielleicht später nochmal. Jetzt wollen wir bei beiden Varianten erstmal ein Szenario starten, nämlich das gleiche. Einfach mal, um auch mal zu gucken, ob sich da ein Unterschied finden lässt zwischen den beiden Spielen. Auch hier neues Spielbeginn, die deutsche Sprache teilweise übernommen. In manchen, in manchen Ecken noch nicht so ganz. Dann hat man plötzlich doch wieder englische Beschreibungen. Und ja, jetzt sind wir da. Faszinierend. Auf zwei Monitoren das gleiche Nichts, sozusagen. Stufenloser Zoom geht bei beiden soweit. Ich gucke halt jetzt gerade mal, guck gerade mal durch. Sonst die Einstellungsmöglichkeiten, da sieht man schon. Da gibt es hier unten einen kleinen Button mit der Spielgeschwindigkeit. Den scheint es da oben nicht zu geben, oder er ist ausgeblendet. Ich vermute mal, es gibt ihn nicht. Ich möchte nur kurz sicher gehen. Kürzeltasten. Auch das mache ich hier drüben mal auf. Sieht man, ist hier auch ein bisschen umfangreicher als dort. Nicht umsonst ist ja ein Klon oder eine Neuimplementierung einer bestimmten Engine mit dem Wunsch verbunden, das bestehende Spiel zu verbessern. Also nicht nur zu kopieren, sondern auch auf ein neueres System zu bringen. Und mit neuen Features. Und ja, das sieht man quasi jetzt hier schon. Wer Rollercoaster Tycoon 1 oder 2 gespielt hat, der wird sich erinnern, dass, ich glaube, das ist ein ganz guter Beispiellevel. Bis zum Ende des Jahres 4, hier steht es, bis Oktober 4 warten oder einen Park begleiten, kann eine sehr langwierige Aktion sein, wenn man eben nicht dazu in der Lage ist, die Zeit schneller zu stellen. Und ich finde jetzt offensichtlich, scheint es in 2, ich habe 2 selbst nie gespielt, ich kenne nur den ersten Teil, scheint es keine Option zu geben, währenddessen man hier bereits normale, erhöhte, hohe und sehr hohe Geschwindigkeit hat. Wir können uns ja mal hohe Geschwindigkeit anschauen. 8., 9., 10. Ja, und das sollte sich auch... Okay, ja, es ist etwas erhöht, sage ich mal. Da geht das noch ein bisschen schneller vorwärts. Ansonsten, was haben wir noch im direkten Vergleich? Hier oben das Cheat-Menü, das habe ich mir mal anzeigen lassen, ein bisschen rumzuspielen. Gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Ansonsten Ansicht raus, rein, drehen, Ansichtsoptionen dürften die gleichen sein. Karte, da hat sich nicht viel getan. Man bleibt ja beim Original letztendlich. Bäume, Mauern etc. Landschaftsgestaltung, Wasser, das dürfte... Ah, Moment, da hatten wir hier schon die erste Neuerung. Großszenarien, Fußwege, kleine Szenarien, das gibt's hier gar nicht. Okay. Ach, Szenarien entfernen. Ah, das ist ein Entferntool, wo man quasi sagen kann, was entfernt werden soll. Sprich, man kann hier quasi einen riesengroßen, ich meine sogar auch einen viel größeren, genau, hier ist maximal und hier können wir beliebig hoch machen. Einen Bereich räumen. Aber man kann sagen, ja, das ist klar, ich will kleine Szenarien räumen, aber bitte keine großen und bitte keine Wege. Und dann kann man hier einfach mal, bumm, den machen. Und dann verschwinden alle kleinen Bäume und die großen bleiben stehen. Das ist ja auch nicht schlecht. Okay. Und was haben wir denn noch? Landschaftsbau, ich glaube, das war... Wobei, nee, das war gleichwertig. Aber auch hier kann man jetzt schon das Gebirgswerkzeug... Ah, das ja auch. Also hier kann man quasi wieder dieses... nee, kann man auf der Map jetzt gerade nicht. Es ist nämlich verboten durch die Regierung. Sollte ich eigentlich eine Fehlermeldung bekommen? Und die Höhenanpassung. Ah ja, okay. Also auch da ein bisschen detaillierter geworden. Bereits in Version 0.0.4 kann man nur immer wieder hervorheben, wie grandios das eigentlich ist.
Wasser soweit identisch. Im Baummenü, das Baummenü, das Baummenü gibt sich jetzt auch nichts viel. Klappt beides aus. Ich dachte eigentlich, es wäre ein Feature des offenen Ports. Scheint es aber nicht zu sein. Die Menüs sind identisch, soweit ich das sehe. Farbige Szenerie. Identisch. Gut. Der Wegebauassistent. Ich kann auf keinen Fall in dem kurzen Video alles aufzeigen, was jetzt irgendwie gleich ist oder so, ist klar. Oder was sich verändert hat. Aber wir können ja zumindest mal die Menüs durchfliegen. Hier eine andere Farbgebung. Ich glaube, weil ich als Thema, das zeige ich gerade noch, als Thema habe ich nämlich hier den ersten Teil angegeben. Deswegen sieht es ein bisschen mehr aus nach RCT1 als nach RCT2. Könnte ich auch umstellen. So, identisch. Transport, da gibt sich eigentlich auch nichts viel, wenn ich das richtig sehe. Nö, das ist identisch. Schließen wir das mal. Übersicht. Da hatte ich mir, wie im ersten Teil üblich, hier diese zwei Fenster noch hinzu gepackt. Auch das über die Optionen, glaube ich, dort. Genau hier konnte man das hinzupacken. Geht in der Ursprungsversion nicht augenscheinlich. Das gibt sich nichts. Jetzt habe ich hier wieder Fahren. Pfui. Das dürfte sich auch nichts geben. Personal sieht auch identisch aus. Und Besucherfenster. Soweit auch. Ein Nachrichtenfenster, das ist ja interessant. Ein Nachrichtenfenster gibt es hier gar nicht, scheinbar. Oder habe ich das irgendwie. Nee, nee, da ist nichts mehr. Na gut. Dann nicht. Machen wir das alles nochmal zu. Und ignorieren jetzt mal die Windows-Version, denn die ist ja quasi für uns Linuxer, für diejenigen, die reinen Herzens sind, etwas quasi nahezu schon tabu. Deswegen machen wir die jetzt einfach mal weg. Brauchen wir nicht speichern. Und verschwinden mal gepflegt. Tschüss, Wine Desktop. Dann können wir hier auch mal in Full HD gehen, denn auch das ist eine Neuerung, dass mit OpenRCT 2 eine Auflösung größer als 1280 mal 1024 möglich ist. In der Hoffnung, dass ich diesmal den richtigen Wert genannt habe. Ja, und dann würde ich sagen, mache ich einfach mal ein bisschen. Für diejenigen, die das Spiel vielleicht gar nicht kennen. Es mag sie vielleicht noch geben da draußen. Menschen, die überhaupt keine Ahnung haben, von was ich überhaupt gerade rede. Es geht um einen Parkarchitekten, der unter Windows seine Hochzeiten hatte im schönen Jahr 2002. Da kam der quasi raus, ist bereits oder war bereits der zweite Teil. Der erste Teil kam 1999 raus. Und ja, so diese Freizeitpark-Architekten, die vermisst man ja im Moment unter Linux noch. Da ist ja was angekündigt für das kommende Jahr. Aber im Moment ist der Markt dort eher etwas mau. Und daher freut man sich natürlich, wenn man durch einen sehr netten Leser, Grüße an Matthias an der Stelle, falls er das sehen sollte, auf Holase den Hinweis bekommt, pass mal auf, da gibt es noch das OpenRCT 2 oder das OpenRCT-Projekt. Damit kann man Rollercoaster Tycoon auch unter Linux spielen. Wir hatten die ganze Geschichte zwar, klingt jetzt nach einer billigen Ausrede, aber wir hatten das Ganze zwar ein bisschen auf dem Schirm, aber eben nur ein bisschen, denn in den Voraussetzungen stand und steht auch immer noch, Zeitpunkt Dezember 2015, eine Wine-Installation, was bei uns natürlich die Vermutung geweckt hat, ja natürlich, klar, diese Portierung, also OpenRCT, braucht auch eine emulierte Windows-Umgebung, nenne ich es jetzt mal. Aber dem ist, wie erwähnt, dem ist definitiv nicht so. Es lässt sich kompilieren 1 zu 1 unter Linux. Alles, es ist nicht ganz ohne, zumindest kommt auf die Distribution an. Es kann zu Problemen kommen. Man parkt mal auf hier, sonst kommt ja gar keiner. Aber es ist letzten Endes möglich, wenn ich das schaffe, dann schaffen es auch andere. Und ja, alles, was man eben benötigt, sind die Originaldateien des Spiels von 2002. Die Entwickler bitten, ich nenne es mal bitten, die Entwickler bitten den Spieler grob oder indirekt darum oder direkt darum, das Spiel doch bitte käuflich zu erwerben, um Chris Sawyer seinen Tribut zu zollen, der, das gebe ich gerne zu, mit dieser Software eben wirklich Wahnsinniges geleistet hat. Es ist ein wunderbar tolles, hübsches Spiel, auch heute noch.
Ich glaube, beim zweiten Teil weiß ich nicht genau, der erste Teil ist in Assembler geschrieben. Was manche, die sich mit Programmiersprachen auskennen, jetzt gerade ein bisschen zusammenzucken lässt, weil Assembler nicht ganz ohne ist. Im Vergleich zu aktuellen oder modernen Sprachen, sage ich mal. Aber war halt damals so. Wobei ich glaube, auch damals hätte man schon C nehmen können. Unabhängig davon, worauf ich eigentlich hinaus wollte, sie bitten zwar darum, dass man sich das Spiel käuflich erwirbt. Es kostet auch nur noch ein Appel und ein Ei bei beispielsweise GOG. Glaube ich 2 bis 3 € im Moment. Tendenziell, wenn man aber des bösen Gemüts ist, könnte man auch einfach die Demo-Dateien herunterladen, die es seinerzeit gab. Das war nämlich eine zeitlich beschränkte Demo, die sich quasi vollständig spielen ließ und nur durch 1 Stunde Maximalspieldauer begrenzt war. Und soll heißen, da sind quasi alle Dateien drin, die man heutzutage braucht, um diesen OpenRCT laufen zu lassen. Und ja, da habe ich auch schon genug gesagt zu, würde ich sagen. Reicht. Den Rest kann man sich eins zu eins zusammen basteln. Aus dem eben Erzählten. Was können wir denn mal für eine schöne Achterbahn bauen? Was ist denn eine Nashornbahn? Die kenne ich gar nicht aus dem ersten Teil. Straußenbahn ist mir auch gänzlich unbekannt. Aber ich glaube, ich bleibe. Oh mein Gott, sind das viele Vorschläge. Da hätte ich eben nochmal gucken können in der Windows-Variante, ob da auch schon von vornherein so viele Achterbahnen mit dabei sind. Wie erwähnt, die kann ich alle nicht bauen, da fehlt ein Zusatz. Ich bin nur den ersten Teil gewohnt, da hatten wir vielleicht 2, 3 oder so gehabt. Wir versuchen es mal nach eigenem Entwurf. Ich versuche dabei ebenso ein bisschen nebenher noch weiter zu quatschen, was die Story und das ganze Gedöns angeht. Bisher herausgestellt hat sich, dass Arch-User ein relativ einfaches Spiel haben, was die ganze Kompilierung angeht. Es scheint also wirklich nicht sonderlich kompliziert zu sein, das unter Arch in Gang zu bekommen. Da müsste man sich aber an die entsprechenden User auf Holase wenden. Die werden da sicherlich gerne weiterhelfen. Ist wohl eine Sache von 2, 3 Befehlen. Wie soll ich sagen, unter aktuellen Debian bzw. Ubuntu-Distributionen mit 64-Bit ist das Ganze schon wieder ein bisschen anders. Da hat es einen heiklen bis lustigen Abend im IRC-Chat gegeben, wo dann nach diversen Fehlermeldungen endlich irgendwann das Ergebnis war, nachts um 2, dass man dann doch, obwohl man es schon 2, 3 Mal für sich selbst totgesagt hatte, eine funktionierende Version des Spiels kompiliert hatte. Genau. Die diversen Fehlermeldungen, die in diesem Kontext aufgepoppt sind, könnt ihr entweder in dem, da ist ein Dschungelbaum im Weg, jetzt wird's aber frech, könnt ihr entweder in dem dazu passenden Artikel auf holase-linuxgaming.de, Link sicherlich in der Videobeschreibung, sehen. Ja, oder ihr erfahrt sie eben selbst. Das kann man quasi so, falls sie auftreten. Also wenn ihr da irgendwie einen Fehlerlauf bei der Kompilierung bei euch persönlich, wenn ihr das Ganze testen wollt und ja, es funktioniert nicht ganz so, wie ihr das möchtet, dann schaut mal im Artikel dabei, denn da sind diverse Fehlermeldungen, die uns eben im Weg standen, das Spiel zu starten. Und ja, vielleicht habt ihr da quasi die Hilfestellung, die ihr braucht, um weiterzukommen. Sehr, sehr interessant. Kann ich gerade nicht zeigen, denn ich bin nicht schizophren, beziehungsweise ich habe keine 2 PCs. Sehr, sehr interessant ist der Multiplayer-Support. OpenRCT2 bietet einen Multiplayer-Support. Man kann diesen Parkarchitekten im Multiplayer spielen. Das Ganze gestaltet sich dann Koop. Man teilt sich einen Kontostand, einen Park und ja, quasi einen Park teilt man sich zu zweit. Man herrscht zu zweit über diesen einen Park. Das Ganze ist, da greift die Versionsnummer jetzt wieder sehr stark, noch nicht ausgeklügelt. Wir haben das mal in einer kleinen Testrunde mit 3 Personen getestet. Die Clients fliegen sehr oft vom Server, die Clients können keine Achterbahn, beziehungsweise das hier, diesen freien Baumodus, den es bei sehr vielen Attraktionen gibt, was man gar nicht meint, kann ein Client gar nicht aufrufen. Da fehlt das Geld, wir brauchen Geld. Kann ein Client gar nicht aufrufen, weil dann der Client einfach abstürzt. Nur im Multiplayer-Modus. Ich meine, das sieht man ja auch gerade so ein bisschen, dass ich hier im Singleplayer-Modus machen kann, was ich will. Und was war denn noch? Es kommt zu starken asynchronen Tendenzen noch zwischendurch. Also wir hatten teilweise das Problem,
wenn man, apropos Servicetechniker, wenn man jetzt einen Servicetechniker oder so eine Pflegekraft oder sowas hier einsetzt, dann wird die am Server immer noch, also quasi die Clients haben die schon lange abgesetzt, die laufen da rum, aber am Server steht noch Ort wählen. So als wäre die nie abgesetzt worden. Solche Geschichten sind uns aufgefallen. Verschiedene Besucherzahlen, die voneinander wirklich gänzlich unterschiedlich sein können. Wir hatten Besucherzahlen, der eine hatte 1200, der andere hatte 500. War noch dabei. Verschiedene Konto- und Kontenbeträge. Der eine hatte, ja, von minimalen Unterschieden von ein paar hundert Euro bis hin zu mehreren tausend Euro. Hatten wir alles. Also da muss und wird sicherlich in naher Zukunft noch ein bisschen Hand angelegt werden. Aber tendenziell, sind wir mal ehrlich, Rollercoaster Tycoon im Multiplayer. Also wir konnten nur bauen, ich gehe das gerade mal durch, wenn keiner von uns wollte, dass der Server oder der Client abstürzt, konnten wir nur bauen, mäßige Attraktion, diese eine. Wir haben auch diese Karte gespielt, diese eine Attraktion. Dann konnten wir bauen dieses Diamantding und die Überschallschiffschaukel. Später kamen durch Forschung noch ein paar Sachen dazu. Und die Fressbuden. Mehr konnten wir nicht bauen, ohne das Risiko einzugehen. Und es kam eigentlich immer dazu, dass das Spiel abstürzt. Und wir hatten einen Heidenspaß. Wir haben zu dritt mit diesen paar Sachen, ich glaube, eine Stunde gezockt und haben uns total belacht, haben den Dingern lustige Namen gegeben. Und es ist quasi auch spaßtechnisch ist sich nicht vorzustellen, was für ein Potenzial dahinter steckt, wenn das Teil wirklich irgendwann mal ausgereift ist. Also der Multiplayer. Ganz großes Kino bis jetzt schon. So, und schauen wir mal gerade mal, ob ich hier eine einigermaßen schöne Achterbahn bauen konnte. Oder ob die gleich irgendwie in die Wand fährt. Beziehungsweise was die Werte so sagen. Ich sehe hohe G-Kräfte auf mich zukommen. Aber ich glaube, alles in allem sollte das Ding sowohl in den sicheren Hafen kommen, als auch einen hoffentlich einigermaßen vernünftigen Wert haben. Und dann würde ich sagen, sind wir auch schon fast wieder fertig, denn viel mehr gibt es eigentlich, natürlich gäbe es viel mehr zu zeigen. Das ist eine dreiste Lüge, wenn ich jetzt sagen würde, viel mehr gibt es nicht zu zeigen. Aber der Reiz des Selberentdeckens geht ja mit jeder Sache, die ich hier spoiler, in Anführungszeichen, verloren. Von daher will ich da noch ein bisschen was übrig lassen. Ziel des Ganzen ist es, jetzt wieder an diejenigen gerichtet, ausgeht. 6,15 ist eigentlich relativ geil. Intensität 7 ist gerade noch so gut, glaube ich. Und Übelkeit, naja, lasse kotzen, ist nicht schlimm. Es geht halt immer darum, in verschiedensten Szenarien mehrere, ich weiß gar nicht, wie viele hundert es da gibt, die Szenarien eben abzuschließen, bestimmte Ziele zu erreichen. Jetzt in diesem Szenario wäre das eben gewesen, einen Verkehrswert von mindestens 225.000 bis Ende Oktober, Jahr 4. Wie gesagt, das kann einen Moment dauern. Vielleicht nicht mehr ganz so lange, weil man jetzt hier halt eben vorspulen kann. Und ja, das ist so der Sinn des Spiels. Eine typische, klassische Wirtschaftsaufbausimulation. So, und jetzt kommen wir zu meinem Liebling noch. Das machen wir noch zum Abschluss. Das Ding heißt nämlich nicht Holzachterbahn, sondern das heißt in stetigem Gedenken an den heute gestrigen Test-Multiplayer-Abend. Mein schwingender Schwengel. So, hätten wir das auch nochmal verpackt. Und dann wird mein schwingender Schwengel eröffnet. Und dann haben wir auch schon den ersten. Was macht der gerade? Steht Schlange für mein schwingender Schwengel. Das ist ja faszinierend. Shannon. Shannon. Shannon sieht übrigens aus wie ein Typ. Naja, macht man nichts. Nun denn, das soll es soweit gewesen sein. OpenRCT2, ein freier Klon des Klassikers Rollercoaster Tycoon 2 aus dem Jahre 2002. Absolut zu empfehlen. Und das ich sage es nochmal, und das in Versionsnummer 0.0.4 mittlerweile. Wahnsinn. Ganz toll. Ich bin gespannt, was da noch alles kommt. Und ja, wenn ihr mehr über das Spiel wissen wollt, beziehungsweise wenn ihr Probleme beim Kompilieren, beim Selbstbauen habt, besucht mal holase-linuxgaming.de, guckt euch den Artikel an, denn dort haben wir schon diverse Fehlermeldungen zusammengetragen, die euch die auftreten können. Und vielleicht könnt ihr euch damit irgendwie weiterhelfen. Ansonsten gibt es da alle möglichen sinnvollen Links dazu. Und natürlich auch dieses Video. Also wenn ihr das nicht eh schon da guckt, schaut dort mal vorbei. Gut. Soll es gewesen sein. Man sieht, schreibt, spricht und spielt sich. Wenn ihr mir was sagen wollt, dann tut das in den Kommentaren. Der Bereich steht euch
völlig offen und frei. Und in diesem Sinne, bis denn dann. Tschüss.